Hallo und herzlich willkommen zum Ladebildschirm. Ja, aber ihr erkennt es an der Musik garantiert schon, beziehungsweise ihr habt es natürlich auch in der Überschrift gelesen. Wir spielen Raft und ich bin unter Wasser. What the hell? Wieso starte ich unter Wasser? Was geht denn hier? Ja, wir sind in Raft in meiner Episode 11. Und oh, sieht gut aus eigentlich im Großen und Ganzen. Ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe schon mehrere gekochte. Das war eine. Ich habe. Habe ich Durst? Egal, ob ich Durst habe oder nicht. Ich fülle es mal auf. Brennt das? Ja, gut. So. Es sieht gut aus. Das ist das, was ich vielleicht sagen möchte. Es sieht wirklich gut aus. Ich bin recht zufrieden mit dem Ergebnis meiner bisherigen Wanderschaft durchs Meer. Ich gucke jetzt gerade. Habe ich einen Speer? Habe ich auch. Ja, das, was mir eigentlich tatsächlich demnächst mal so richtig wirklich fehlen würde, wäre natürlich noch ein bisschen mehr Ausbau hier. Bin ja hier materialtechnisch recht aufgefüllt. Ich drück's mal freundlich aus. Hier habe ich auch noch Ersatznahrung. Was ich natürlich vor allem brauche, ist Lehm und so weiter und so fort. Das ist natürlich das, was ich sag mal wirklich ansteht. So, wir konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen mehr auf die Fässer, weil der Rest läuft eigentlich ganz gut hier rein, muss man sagen. Natürlich bleiben auch Fässer in dem Dings hängen, in dem Netzen hier. Nicht in dem, weil hier ist kein Netz, ne? Wie wir es ja sehr gut sehen können. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich reingeflogen bin, weil ich in der Nähe von meinem derzeitigen Ankerplatz stehe, wie ich es mal ausdrücken möchte. Derzeitiger Ankerplatz. Das wird natürlich nicht der zukünftige Ankerplatz werden. Aber ich könnte mir natürlich tatsächlich Gedanken machen. Wo habe ich denn meinen Hammer? Hier irgendwie eine Art Reling hinzubauen. Das ist so ein bisschen... Also ich sage mal, dass ich jetzt nicht ständig reinfalle, ne? So, jetzt weiß ich's, dass da ich nicht ständig reinfallen werde. Und zukünftig kommt das natürlich wahrscheinlich wieder weg. Weil wenn da ein richtiger Anker mal ist, also ein, ich nenne ihn mal den Daueranker, dann ist das ja sowieso alles... So, da haben wir jetzt auch wieder ein bisschen was gebaut. Wir müssen noch definitiv ein bisschen breiter werden. Wir brauchen ja auch noch Anbaufläche. Da habe ich mal hier, würde ich mal so ein bisschen was vorsehen. Und da kommt der Hai. Wollte der jetzt angreifen? Ne, der ist durchgeschwommen, ne? Ja, aber der sieht schon so aus, als würde er demnächst angreifen. Er sieht schon so aus. Kann ich den eigentlich auch attackieren, wenn er vorbeischwimmt? Aber ich glaube, der greift jetzt an. Nee, ich kann tatsächlich nicht attackieren, wenn er vorbeischwimmt. Aber da haben wir zwei Fässer uns geholt. Das ist auch nicht verkehrt. Und wir müssen immer ein bisschen... ja, das ist, was man tun kann, wenn man die falsche Taste drückt. Dann kann man da auch mal komplett daneben liegen. So. Ja, nee, ist klar. Ich wusste, dass er angreifen wird.
Aber wir wussten auch, wieso repariert das nicht? Sollte doch eigentlich reparieren. Ach nee, muss erst auf Reparieren schalten. Aha. Jetzt hat's repariert. Gut. Immerhin. So. Da sind die Fische, die man nicht wirklich futtern kann. Also die ich in Zukunft futtern werde können, aber eben jetzt noch nicht. Die könnte auch mal wieder angeln. Wie sieht es denn eigentlich aus? So, keine Insel am Himmel. Am Horizont. Also Himmel ist ja nicht ganz richtig, sage ich mal. War da nicht auch irgendwo? Habe ich mich getäuscht? Muss ich das hier bauen? Sollen wir es mal riskieren, hier das Sammelnetz schon mal reinzumachen? Ja, das dauert nicht lange, dass wir das nachrüsten können. Sage ich doch. Das ging flott. So. Habe ich nur den Eindruck oder bewegt sich es gerade fast gar nicht? Sehr windstill. Ja, ein Segel wäre auch eine gute Idee, fällt mir da ein. Da bräuchte ich Blätter. Den Rest habe ich. Ach ne, Planken bräuchte ich auch noch. Okay, also warten wir mal, bis wir alles zusammen haben. Noch irgendwas, was wir auf den Grill legen können. Ja, hier Haifisch. Hätten wir da noch? Wie ihr seht, und das ist ja sehr typisch für Raft, wenn man erstmal die Netze hat, konzentriert man sich eigentlich viel, viel mehr aufs Bauen und viel, viel weniger auf habe ich jetzt Wasser geholt? Nee. Und viel, viel weniger aufs eigentliche Fangen von irgendwelchen Gegenständen, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel. Dass man mal so nebenbei was macht, ja. Aber eigentlich so, natürlich, wenn da so ein Fass und man steht zufälligerweise direkt daneben, mehr oder minder, dann holt man sich das natürlich schon ran, das ist doch klar. Und das waren jetzt ordentlich viele Blanken. Der Fisch war noch nicht fertig, dachte ich mir doch fast. So, wir gucken nochmal nach dem Segel. Ich brauche dafür Pflanzen und immer noch ein paar Blanken. Ja, vor allem Pflanzen habe ich da vielleicht nicht noch irgendwo. Ne, Moment. Du kleines böses Ungeheuer.
Ja, natürlich nachts angreift ist böse, weil ich habe echt noch keine wirkliche Beleuchtung. Was natürlich echt blöde ist. Was kostet denn die Beleuchtung? Ey, vielleicht sollte ich mir so langsam wirklich Gedanken darüber machen. Ja, genau. Oh, war er jetzt tot? Sehr schön. Das gab wieder ordentlich Haifleisch. So, aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich gerne noch mal gewusst hätte. Da gab es diese Laterne. Sollten wir nicht. Boah, vier Schrott. Das ist aber auch echt Wucher, ey. Für eine einzige Laterne vier Schrott. Boah, Leute, das könnt ihr echt nicht machen. Das ist mir jetzt zu viel Luxus. Dann lieber nichts sehen, ne? Weil ich meine, ich muss noch so viel anderes Zeug herstellen hier, ne? Ich brauche noch Nägel, die brauche ich Schrott. Ich brauche da auch generell Schrott für. Oh Mann. Da brauche ich auch Schrott für. Es ist ein Teufelskreis. Ja, nee, dann so leid es mir tut. Können wir echt noch nicht. Da können wir echt noch nicht den Schrott aushauen. Oder habe ich zufälligerweise irgendwo nur ein Riesenlager Schrott, wo ich sage, Jogu, her damit. Nee, habe ich nicht. Schrott habe ich gar kein Lager. Doch, immerhin. Ein paar, aber das ist immer noch zu wenig für all das, was ich machen möchte. Muss man jetzt mal so sagen. Eigentlich ist mir fast noch wichtiger als dieses Ding hier, ist mir eigentlich der Daueranker. Oh, da brauche ich Metallbarren, ja, und Scharniere. Das ist ja sowieso noch weit weg. Dafür brauche ich ja erstmal die. Also ich muss jetzt wirklich der Reihe nach vorgehen. Ich muss jetzt mir erst die Schmelze bauen. Das heißt, ich muss unbedingt irgendwie hier vorwärts kommen. Was ist denn los? Es ist. Keine Insel in Sicht, weit und breit. So, ich baue die zwei noch fertig. Was fehlt denn? Kunststoff? Habe ich doch bestimmt schon irgendwo wieder vorrätig. Fast. Fast hätte es gereicht. Jetzt reicht's. Und dann sind wir hier eins weiter. So, jawohl, ja. Jetzt baue ich ein bisschen weiter nach. Hinten raus, würde ich sagen. Oder? Ja, ne? Und früher oder später müssen wir auf unserer Dachterrasse dafür sorgen, dass wir Pflanzen anbauen können. Dass wir hier unten mehr oder minder die, ich sag mal, die Sammelfläche haben, dann eine Fläche, wo wir die Pflanzen haben. Also sprich, alles, was man anbauen kann. Und das ist eine Menge, prinzipiell. Das hätte ich gerne. Denn in den Dingern ist ja manchmal auch Schrott. Ne? Das wissen wir. Den Fisch könnten wir mal runternehmen. Ich habe ja jede Menge von diesem Zeug. Hier habe ich mal noch einen Haischädel. Brauche ich denn so viele Haischädel eigentlich nicht? Würde ich sagen. Warum stacken die nicht? Immer wieder faszinierend.
was essen. Das ist prima. Da ist der neue Hai. Der will sich bestimmt gleich mal vorstellen. Oh, mir geht gerade, merke ich, der Speer gleich aus. Ich baue mal schnell einen neuen, während der noch nicht angreift. Jo, das ist wichtig. Er greift noch immer nicht an. So. Keine Insel in Sicht. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Ich könnte den hier eigentlich mal schon hier dran machen. Ne? Denn das wird ja definitiv irgendwann mal kommen, dass wir hier wieder mal ankern dürfen. Aber ich vermute, es wird in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.